Willkommen zum Torwandschießen. Hans-Joachim Watzke gegen den Herausforderer, gegen Andreas Schmieder von der Spielvereinigung Ottenau, dessen Spezialität Fallrückzieher sind. Das schauen wir uns hier mal an. Das war bei einem Hallenturnier oft geübt? Ja, mehrfach. Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, auch herrlich. Ich hoffe auch das Torwandschießen, denn wenn du heute gewinnst gegen Hans-Joachim Watzke, dann gibt's was zu gewinnen. Herr Watzke war auch schon ein paar Mal da. Der Profi fängt an. Bitteschön. Und dann brauchen wir natürlich Ihre Unterstützung hier. Zunächst für Hans-Joachim Watzke, der gleich mal zeigt, wie es geht. Gut hinschauen, Andreas. 1:0 Dortmund. Okay. Mit Sportschuhen geht das immer gut. Dritter Versuch unten. Okay. Andreas, auch unten, bitteschön. Dortmund führt 1:0. Ottenau zieht jetzt nach. Aha. 1:1. Linksfuß. Andreas, ein bisschen mehr hoppeln lassen, oder? Aha. Das war nicht schlecht. Abgeklatscht wird gleich, Herr Watzke. So. Nochmal die Daumen drücken, oben links. Noch zwei Versuche. Noch einen zum Ausgleich. Hans-Joachim Watzke. Sehr schön. Stark. Und jetzt drei Schüsse für Andreas Schmieder, Spielvereinigung Ottenau. Noch zwei zum Sieg. Jetzt nicht nachlassen hier, Freunde. Letzter Versuch zum Sieg. Oh, den konntest du nicht mehr hoppeln lassen. Also, 2:2, starkes Torwandschießen trotzdem. Ja, das war das aktuelle Sportstudio. Wir drücken Hans-Joachim Watzke und dem BVB die Daumen. Und auch dir vielen Dank fürs Hiersein, Andreas Schmieder. Und dann noch schönen Abend, gute Nacht.